Herzlich willkommen bei mir, Kathleen Bergmann und dieser Lenormand-Kurzrunde mit den Epic Light Lenormand-Karten. Ja, Kurzrunde bedeutet, wir beschäftigen uns in aller Kürze mit einer Zweierkombination, von der wir die wichtigsten Bedeutungen herausarbeiten und alles andere, was unwichtig ist, links liegen lassen. Das heißt, hier fokussieren wir uns wirklich auf das Wesentliche. Ich weiß selbst noch nicht, was jetzt zum Vorschein kommt. Wir sehen das hier jetzt an Berg und Anker. Okay, also wichtig ist hier, der Berg schiebt sich vor den Anker. Das heißt, er verhindert und verzögert. Das ist zumindest nach meiner Lehre eine Zwei-Gesichter-Karte, die eben hier diese Auswirkung hat auf die Nachbarkarte, indem sie sich eben hier so sehr unbequem vor den Anker legt. Das bedeutet, hier, der Anker hat ja allermeistens mit Arbeit und Beruf zu tun. Und an dieser Stelle wird eben wird eine Hürde aufgestellt. Ja, also wir müssen eine Hürde nehmen. Das kann auch sein, dass es sich wirklich zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Mit dem Berg sind Probleme trotzdem meisterbar, lösbar. Ja, das ist nicht so wie bei Turm und Sarg, wo dann gar nichts mehr geht. Also wir haben zwar ein Stück weit eine Blockade da. So, wir können uns aber daran abarbeiten. Ja, es ist eine Herausforderung. Eine berufliche Hürde, eine berufliche Herausforderung. Es kann auch sein, dass zum Beispiel eine Arbeit, eine bestimmte Tätigkeit mit dem Berg blockiert wird. Das heißt, wir können sie aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt hier nicht ersehen, nicht ausführen, nicht ausüben. Es kommt nicht dazu, ja, zumindest aktuell nicht. Verzögern, verschieben, das ist die Eigenschaft des Berges. Das heißt, zu einem späteren Zeitpunkt ja, dann wandelt sich das Ganze wieder um. Aber jetzt ist da erstmal eben eine gewisse Bremse, eine gewisse Unmöglichkeit. Reden wir mal nicht nur vom Beruf, reden wir beim Anker auch mal vom Vertrauen. Das ist nämlich in puncto Liebe, Beziehung, allgemeine Beziehungen, ja, meine Vertrauenskarte. Und mit dem Berg tut man sich wirklich sehr schwer zu vertrauen. Der Berg ist ja wirklich immer so eine Last. Ich kann etwas nicht, ich traue mir etwas nicht zu, ja. Und hier hat man wirklich nicht dieses natürliche Vertrauen. Das muss sich auch wieder erarbeitet werden. Also mit dem Berg ist immer ein gewisses Mühsal verbunden, eine Überwindung. Ja, wir müssen hier sozusagen über diese Bergspitze hinüberklettern, ein sehr aufwendiger Aufstieg. Und dann lässt es aber auch wieder nach. Das heißt, wir können eben auch ans Ziel gelangen. Hier eben ein sehr... es ist sehr schwer, Vertrauen zu fassen. Reden wir mal beim Anker noch von einer weiteren Bedeutung, nämlich Ziele, Zielsetzung. So, und wieder ist der Berg dabei, dieses Ziel ein Stück weit hinauszuschieben. Also man gelangt eben nicht schnurstracks auf geraden Weg ans Ziel, sondern muss dafür auch wieder sehr viel auf sich nehmen. Ja, möglicherweise ist es auch so, dass man sich erstmal ein Stück weit vom Ziel entfernt, auch eine gewisse Rückfallebene hat, ja, vielleicht nochmal ein paar Schritte wieder zurückklettern muss an eine gewisse Ausgangsposition und erst von dort aus wieder Anlauf nehmen kann. Ja, also das sind jetzt hier eben in unserer Schnellrunde drei Möglichkeiten, die ich Ihnen zu dieser Kombination aus Berg und Anker anbieten möchte. Und ich freue mich natürlich ganz doll darüber, wenn Sie das Ganze auch selbst mit durchdenken und Ihre Ideen dazu auch gerne in die Kommentare schreiben, meinen Kanal abonnieren. Dazu können Sie auch auf die Glocke drücken, dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn wieder ein neues Video erscheint. Und ich freue mich einfach, dass Sie da sind und bis zum nächsten Mal.